Herzlich willkommen, liebe Forschungsbegeisterten an den Geräten zu Hause. Schön, dass ihr euch wieder zugeschaltet habt zu einem weiteren Teil unserer spannenden und informativen Feierabendveranstaltungsreihe Forschung im Dialog. Mein Name ist Nikolai Ruh. Eigentlich hatten wir heute wieder zwei Referenten vorgesehen, aber Florian Herzog ist letzte Woche Vater geworden. Ganz herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und ist natürlich jetzt hier von seinen beruflichen Pflichten befreit. Aber ich freue mich umso mehr, an meiner Seite Björn Jensen sitzen zu haben. Björn ist einer der Co-Heads unseres neu gegründeten AI Robotics Research Labs. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist sein Interessengebiet, bewegt sich im Feld an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Robotik. Insbesondere interessiert er sich für Co-Robotik, also die Interaktion zwischen Mensch und Roboter. Und Björn wird uns heute Einblicke in sein Forschungsfeld geben und uns auch zeigen, wie dieses Themenfeld die Arbeitswelt von morgen verändern wird. Noch kurz zu den Regeln vorneweg. Björn wird uns jetzt in 10 Minuten einen Einblick in sein Forschungsfeld geben. Währenddessen könnt ihr schon eure Fragen in den Chat schreiben. Ich möchte euch bitten, euch möglichst kurz zu halten, damit ich die Fragen nachher schön in die Diskussion aufnehmen kann. Und ihr könnt natürlich im Anschluss immer noch Fragen stellen. Und jetzt würde ich sagen, lieber Björn, nimm uns doch mit auf die Reise. Das tue ich sehr gern, Nikolai. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen auch zu Hause an den Bildschirmen, auch von meiner Seite. Und ich freue mich sehr, dass ich zu meinem Thema AI Robotics was erzählen darf. Was mich seit meiner Studienzeit begeistert, das ist die künstliche Intelligenz, das ist die Robotik. Und Roboter haben wir in vielen Anwendungen. Die meisten Anwendungen, die wir zuerst auswählen für Roboter, sind eher dull, sind langweilig, sind schmutzig, dirty, sind gefährlich, dangerous, sodass wir froh sind, dass wir das Maschinen übergeben können. Und mit den enormen Fortschritten der künstlichen Intelligenz haben wir immer mehr Möglichkeiten, diese Roboter auch ja, zu sehr intelligentem oder intelligent scheinendem Verhalten zu entwickeln. Also was uns antreibt, was mich antreibt, das ist so von den isolierten Robotersystemen zu kollaborativen Assistenten zu kommen. Was ist das? Wenn wir uns das Bild nebenan anschauen, dann ist das so der Wunsch, dass wir irgendwann mit den Robotern Schach spielen können, dass wir ihnen komplexe Aufgaben übergeben können, dass wir dabei in einer Umgebung sein können, dass die Roboter das Spiel verstehen, dass sie uns verstehen, dass sie die Umgebung wahrnehmen und entsprechend reagieren können. Und ja, da haben wir sicherlich noch etwas hin. Ich erinnere mich noch an die Studienzeit, wo der Professor für Robotik damals davon geträumt hat, dass er einen humanoiden Roboter entwickeln kann, der morgens in den Garten geht und dann eine Rose pflückt, bevor das Frühstück beginnt. Und ich glaube, wir sind immer noch nicht da. Also wird es da noch einiges an Arbeit geben für mich und sicherlich auch noch für andere. Wir sind aber gut unterwegs. Wir haben auch schon das eine oder andere erreicht. Wir sehen jetzt hier Bilder, die am Departement Informatik hier an der Hochschule Luzern entstanden sind. Vor dem Industry Day vom Studiengang AI und Machine Learning haben wir einen unserer Laufroboter, der durch das Departement läuft, der die Umgebung wahrnimmt. Man sieht so unten das schwarze Bild, wie er die Umgebung wahrnimmt, Tiefeninformationen bekommt und damit weiß, wo er laufen kann, wo er besser nicht läuft. Deshalb kann er auch da diese Bank entlang laufen, ohne abzustürzen, sieht hinten den Pepper-Kollegen. Und im rechten Video sehen wir, wie er die Wand entlang läuft und sich da auch dran entlang, jetzt ändert er die Richtung, oder wie er dieser Wand folgen kann. Er hat eine Fernsteuerung, sieht man unten, das ist die Vorwärtsgeschwindigkeit. Ja, inzwischen sind wir ein bisschen weiter, da können wir auch auf Hindernisse reagieren und sind heute wieder auf dem Campus unterwegs gewesen und morgen dann auch wieder in einer schwierigen Umgebung mit diesem System, um Daten aufzunehmen. Das sind so die Roboter, mit denen wir unterwegs sind, hier unter anderem in einem Studentenprojekt mit der Firma Tologa gemeinsam. Da hat es einen Abwassertunnel und man sieht, wie der Roboter diesen Abwassertunnel durchläuft. Ja, Ansatz ist wieder ganz ähnlich, wie wir das eben gesehen haben auf dem Campus. Der Roboter läuft da entlang, der Abwassertunnel ist 1,2 Kilometer lang. Läuft die ganze Strecke entlang. Zwischendrin müssen wir momentan noch Batterie wechseln und nimmt Daten auf und erstellt nachher ein Modell von der Umgebung, sodass wir ganz
hoch aufgelöste und präzise Informationen haben. Die Informationen werden verwendet, um nachher nach Schwachstellen in den Abwasserkanälen zu suchen. Ja, Abwasser soll ja möglichst dorthin fließen, wo wir es reinigen können und nicht durch irgendwelche Lecks irgendwo rausfließen. Und diese Analyse, die wird dann in einem Start-up gemacht, das auch spezialisiert ist im Bereich AI, aber halt auf die Erkennung von solchen Rissen und Schwachstellen. Und unser Roboter wird momentan im Rahmen der Studentenarbeit, aber vielleicht dann auch häufiger im Einsatz, da die Informationen zu liefern. Da sieht man ein bisschen, wie der Einsatz aussieht. Der Roboter geht in den Tunnel, läuft den Tunnel entlang. Und nachher, ganz am Schluss, da müssen wir ihm noch ein bisschen helfen, Leiter klettern. Das können unsere Roboter noch nicht, die Roboterhunde. Und nachher stellen wir dann das 3D-Modell. Das ist hier so ein Beispiel dieses 3D-Modells. Wir haben also Tiefeninformationen, wir können Abstände messen. Wir haben Farbinformationen, wir haben also auch eine Textur, die wir sehen. Und können dann für diesen Tunnel detailliert analysieren, wie der Zustand ist, ob sich Veränderungen zum vorhergehenden Jahr ergeben haben und können das dann ablegen und vergleichen. Und das lässt sich jetzt sehr schön automatisiert machen. Roboter am Eingang abstellen, 1,2 Kilometer durchlaufen lassen und dann haben wir nachher diese Informationen. Wir haben unsere Roboter auch schon in anderen Umgebungen eingesetzt. Hier haben wir Bilder vom Einsatz an der Enrich. Das ist ein Roboter-Hackathon, der alle 2 Jahre in Österreich stattfindet. In Zwentendorf, einem wunderbaren Kernkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist und uns damit hervorragende Testmöglichkeiten bietet. Und das österreichische Militär bringt dort auch immer Strahlenquellen hin, radioaktive Strahlenquellen. Und unsere Roboter können dann Strahlung messen. Früher musste man immer erklären, warum man das macht. Jetzt in Australien ist ja kürzlich gerade so eine Strahlenquelle verloren gegangen. Und ja, da ist genau dann die Frage, wer sucht die und welche Menschen sind dann der Strahlung exponiert. Und wir versuchen, dass wir das mit den Robotern machen können. Die Bewegungen des Roboterarms, das ist das Messverfahren. Wir haben da eine Art Mercedes-Stern-Messung, also Dreipunktmessung entwickelt. Und aus den unterschiedlichen Messwerten können wir dann prognostizieren, wo diese Strahlenquelle ist. Also ein bisschen schneller, als wenn wir das normale Suchverfahren anwenden müssen, wo wir immer mit einem Gerät entlanglaufen und einfach nur gucken, ob die Strahlung stärker wird. Das sieht man im Video nebendran, wo die roten Kugeln anzeigen, wie stark die Strahlung ist und auch ein Indiz geben, welche Bereiche für die Rettungskräfte allenfalls oder die Einsatzkräfte in solchen Bereichen, welche sicher sind oder welche sie besser vermeiden sollen. Das ist natürlich in einem normalen Kernkraftwerk unproblematisch, da gibt es die Zustände Betrieb oder eben Revision, da ist die Strahlenverteilung bekannt. Aber dann, wenn was Unvorhergesehenes passiert, wie eine Strahlenquelle, die irgendwo verloren geht oder vielleicht sonstige Probleme auftreten, vielleicht auch im Rückbau, wo sich die Konfiguration ändert, da gibt es dann immer Möglichkeiten und Anwendungen, dass wir diese Strahlenkarten durch den Roboter automatisiert aktualisieren. Hier sehen wir wirklich, wie die Strahlenquelle gefunden wurde. Also diese bunte Kugel, das war eine sehr präzise plus minus ein Meter Vorhersage, wo diese Strahlenquelle ist. Und dann konnte man direkt dorthin fahren. Und hier sehen wir ein Bild, wie der Roboter sie nimmt und dann entsprechend deponiert. Was bei den Robotern die neue Herausforderung ist, die uns beschäftigt, wo wir uns einbringen möchten, das ist, möglichst eng mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Also aus dieser isolierten Zelle herauszukommen und zu verstehen, was wird momentan gemacht, wie kann der Roboter helfen, wo kann er sich bewegen, was macht der Mensch, was passiert im Prozess momentan. Und unter anderem deshalb sind wir Mitglied des Swiss Robotic Competence Centers geworden, um mit unseren Robotern dort einen Beitrag direkt liefern zu können. Und da gibt es deutliche und ganz viele Anwendungen. Eine Möglichkeit in dem Zusammenhang auch ist im mobilen Bereich. Wir sind interessiert am RoboCup Logistics. Hier haben wir im letzten Semester mit Studierenden angefangen, haben 4 Studenten sich eingesetzt und oben links das Video produziert, wo die Roboter in der Umgebung fahren, ihre Position bestimmen, Pläne machen, wo sie hin müssen.
und wir so sozusagen eine Produktion, eine komplexe Produktion in der Simulation haben, aber auch nachher im Wettbewerb, wo wir hoffentlich in diesem Semester teilnehmen können, dann diese Aufgaben aufnehmen können und einen Roboter nach dem anderen zu den Maschinen schicken. Es ist eine recht herausfordernde Umgebung. Wir haben 3 Roboter, wir haben ein anderes Team auch mit Robotern, das heißt, wir kontrollieren diese Umgebung nur teilweise. Wir haben eine dynamische Umgebung, nicht nur statische Hindernisse. Wir kennen die Umgebung am Anfang nicht, wir müssen sie kennenlernen. Und es ist also ganz spannend da und wir sind froh, dass wir da auch die Unterstützung der Studierenden haben, dass wir da lernen können und schauen können, was wir im Planungsbereich, dass wir da beitragen können, um das zuverlässiger und schneller zu machen. Ähnlich gelagert sind wir hier unterwegs mit dem Projekt der SBB. Wir arbeiten da gemeinsam mit dem Institut für Maschinentechnik zusammen und haben als Ziel, Roboter zu entwickeln, die im Gleisbereich von der SBB Vegetation kontrollieren. Also nicht mit chemischen Mitteln, sondern mit mechanischen Mitteln, dass nicht Gifte ausgebracht werden müssen, dass Glyphosat nicht verspritzt werden muss, sondern dass der Roboter, man sieht, wie er hier im Schotterbereich rumfährt, dass er die Vegetation erkennt und entsprechend beseitigt, bevor die ganzen Gleise zuwuchert und nachher die Züge nicht mehr fahren können. Und da sehen wir auch, wie der Roboter in der Umgebung unterwegs ist und dann die Gleisarbeiter erkennt oder die Hochspannungsmasten erkennt oder wie er sich lokalisiert, indem er diese Hochspannungsmasten findet und vergleicht mit den Daten, die wir von der SBB bekommen haben, von den ganzen Infrastrukturanlagen. Das Schienennetz ist relativ groß, das sind über 7000 Kilometer in der gesamten Schweiz. Wir haben dann auch analysiert, in welchen Bereichen welche Bearbeitungsmethoden am besten funktionieren können und haben festgestellt, es gibt Bereiche, da können wir sehr einfache Roboter einsetzen, also so etwas Ähnliches, wie wir das im Vorgarten im eigenen Grasbereich haben. Und es gibt andere Bereiche, wo wir sehr komplexe autonome Systeme brauchen, sodass wir da möglichst gutes Verhältnis vom eingesetzten Kapital und dem Ertrag nachher bekommen. Und damit bin ich schon am Ende meiner kurzen Einführung. Björn, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in dieses dynamische Forschungsfeld und spannende Forschungsfeld. Lass uns doch gleich zur Diskussion übergehen und vielleicht in diesem Zuge auch gleich einen weiteren unserer Kollegen vorstellen, der hier schon ganz gemütlich auf dem Tisch vor uns ruht, unseren Roboterhund, den wir jetzt auch schon in einem von diesen Videos gesehen haben. Vielleicht möchtest du 1-2 Worte zu dem Hund sagen. Und was mich interessieren würde, ist, warum man sich jetzt bei dem Gerät für die Anatomie von einem Hund entschieden hat. Weil man könnte ja auch davon ausgehen, dass quasi ein Roboter, der sich auf Raupen fortbewegt, über unsicheres Terrain leichter rüberkommt. Gibt es da spezielle Einsatzfelder, warum man das macht? Oder geht es auch irgendwie darum, dass diese Roboter dann irgendwie quasi bei Menschen auch auf Akzeptanz stoßen? Das waren jetzt mehr als eine Frage, aber du kannst dir eine aussuchen. Herzlichen Dank für den Blumenstrauß an Fragen. Und ich versuche es eine nach der anderen zu beantworten. In der Tat, wir haben auf dem Tisch hier haben wir einen der Roboterhunde liegen, Bonnie und Clyde, die wir Weihnachten bekommen haben. Es sind sozusagen die ersten Nachkommen vom Roboter, den wir im Video gesehen haben. Da war es noch ein grauer Roboter. Hier, das sind die schwarzen Roboter. Und es ist bewusst, sind es Laufroboter. Wir sind häufig in Umgebungen unterwegs, die strukturiert sind, so dass sie für uns Menschen gut funktionieren. Mhm. Ja, das ist was, wo wir laufen üblicherweise, weil das ist was, was wir gut können. Und deshalb macht es Sinn, auch eine Maschine zu haben, die laufen kann. Jetzt gerade vierbeinige Roboter haben die Möglichkeit, dass wir immer, wenn es sein muss, auch einen stabilen Stand haben können, können auf 3 Punkten stehen. Können aber auch schneller laufen. Es gibt verschiedene Laufarten. Und all das ist jetzt in den Geräten momentan für uns schon hinterlegt. Wir können das nutzen und haben dann relativ einfach ein System, was in anspruchsvollen Umgebungen schon unterwegs sein kann. Es ist in der Autonomie, in der Laufzeit begrenzt, weil Laufen energieintensiv ist. Mhm. Also wir sind da ungefähr 20 Minuten unterwegs, deshalb müssen wir bei der Tunnelexploration auch mittendrin die Batterien wechseln oder wir müssen halt Huckepack noch zusätzliche Batterie mitnehmen. Wir haben sicherlich auch einen Aspekt, dass wir schauen, dass es von der Öffentlichkeit angenommen wird,
Von daher sind Hunde natürlich schön, gerade der hier ist nicht besonders groß, der macht dann auch nicht so besonders Angst, der ist auch gut erzogen, er bellt nicht. Es ist natürlich kein Mittel zum Selbstzweck. Es gibt die Roboter mit gleicher Konfiguration auch in größer. Mhm. Da ist das Angstpotenzial deutlich größer. Hier, der ist klein. Wenn der große Hund, der hat ungefähr so Hüfthöhe, wenn der auf einen zugelaufen kommt, ist sehr schnell, dann kann der durchaus auch für Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Wir haben im Video vorhin bei der SBB gesehen, dass wir mit anderen Kinematiken unterwegs waren. Das waren mehr Raupen, das waren mehr Rollen, weil wir da Strecke machen müssen. Wenn wir 7000 Kilometer fahren wollen, dann können wir nicht dauernd die Batterie wechseln. Da gibt es also je nach Anwendungsgebiet gibt's unterschiedliche Lösungen. Für uns ist besonders interessant, hier ein System zu haben, was eine gewisse Ähnlichkeit hat, was in vielen Umgebungen verwendbar ist. Man hat natürlich auch versucht, auf unsere Wahrnehmung Rücksicht zu nehmen. Also der Roboter hat ein Gesicht bekommen, da werden zwei Kameras versteckt. Das ist so ein bisschen dem empfunden, was wir auch haben, dass wir zwei Augen haben. Ja, Mimik beherrscht er leider nicht, das ist ein bisschen ein Nachteil. Es gibt andere Roboter, die das versuchen, hat man hier gespart. Ich bin mir mit dem Schwarz als Farbe nicht ganz sicher, die haben wir nicht gewählt, die war dann einfach im Paket. Wir hätten gerne die silbernen gehabt, die sehen ein bisschen freundlicher aus, schwarz ist schon ein bisschen bösartig. Ach, aber ja, das ist, glaube ich, was man ist lösen doch, kann. Ist doch ganz sympathisch. Vielleicht, wenn wir auf das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen kommen, du hast jetzt einleitend in deinen Slides erwähnt, dass künstliche Intelligenz quasi die Automatisierung von intelligentem Verhalten quasi mehr oder weniger beinhaltet. Da geht man jetzt erstmal gefühlsmäßig davon aus, dass es quasi um geskriptetes Verhalten geht. Aber du hast es ja auch schön nachher in den Videos gezeigt, dass es schlussendlich auch darum geht. Und möglicherweise ist das auch eine der Herausforderungen, quasi die Roboter in einem Einsatzfeld einzusetzen, wo du es mit wandelnden Umweltbegebungen zu tun hast, wo sie quasi auch mit Menschen interagieren müssen. Und in welchem Sinne, es wird vermutlich die Herausforderung sein, eben halt flexibel und vorausschauend quasi auch für den Roboter agieren zu können, oder wie kann das durch künstliche Intelligenz ermöglicht werden? Also vielleicht jetzt nicht eine zu tiefgehende technische Frage, aber vielleicht was dazu die Herausforderungen sind. Genau. Also die Automatisierung dieses intelligenten Verhaltens, da geht es darum, dass wir Lösungsalgorithmen finden für bestimmte Problembereiche. Um das vielleicht ein bisschen konkret zu machen, der Roboter, mobilen Roboter, auch die Hunde, die möchten meistens irgendwo hingehen, die möchten ein Ziel erreichen und vielleicht haben sie schon eine Karte von der Umgebung, so ähnlich wie wir das im Auto kennen. Und dann kennen wir alle das Verfahren, wir geben das Ziel ein und dann wird für uns der Weg geplant, wird geschaut, wo wir langlaufen können. Und diese Automatisierung, die suchen wir auch für die Roboter. Da kommen dann noch Dinge ins Spiel, wie groß ist der Roboter? Welche Möglichkeiten hat er? Kann er Berge klettern? Kann er nur in geraden Ebenen laufen? Das alles kann man mit einfließen lassen. Und das führt dann nachher der Ausführung dieses Verhaltens dazu, dass man sagt, boah, das ist jetzt aber intelligent. Aber es ist dieser Anschein von Intelligenz. Mhm. Du hast den Begriff geskriptet verwendet. Und das ist in der Tat das, was es ist. Die Lösungssuche, die ist algorithmisch hinterlegt, die ist ausführbar. Was sich ändert, sind die Eingangsbedingungen, die Eingangswerte und eben nachher die Ausführung des Verhaltens ist unterschiedlich. Mhm. Jetzt sehe ich hier die Frage aus dem Chat, die auch in den Bereich KI geht und vor allem auch quasi möglicherweise in den Bereich, in der Entwicklung hin zu einer Richtung einer generellen KI, ob es in der Robotik sowas gibt wie ein Pendant zu ChatGPT. Also wie ich sehe, geht es da vermutlich auch um die Frage, um das Thema generelle Genau, the next big thing, genau. The next big thing. Ja, also ich will das vielleicht verbinden mit einem Teil, den du schon angesprochen hast, der Interaktion mit den Menschen. Mhm. Und da sind wir in der Robotik in der schönen Lage, wir sind an einem Schnittpunkt, wo wir die Werkzeuge, die uns die Informatik zur Verfügung stellt, auch nutzen können. Und wenn wir jetzt miteinander interagieren, dann kann das durchaus auch sein, dass wir Elemente wie Text-to-Speech verwenden oder dass wir eben nach Lösungen suchen, dass wir quasi unsere Siri oder wie die ganzen Elemente heißen, auf dem Roboter haben und somit interagieren können. Also ich würde es verbinden mit dem ChatGPT-Möglichkeiten.
ja, und schauen, dass unsere Roboter eben da ein neues Universum an Interaktionsmöglichkeiten bekommen. Und hier kommt die nächste Frage aus dem Chat. Wo siehst du in den nächsten 2 bis 3 Jahren, jetzt mal in die Glaskugel gesehen, die größten Durchbrüche im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz? Vielleicht auch daran verknüpft, was die größten Herausforderungen sind, die es zu überwinden gilt. Also was für uns ein Fokus sein wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren, das ist die kollaborative Robotik. Das Miteinander von den Menschen und den Robotern, ob das im mobilen Bereich ist, wie wir das hier bei einem Roboterhund haben, ob das mobile Systeme, verteilte Systeme sind, wie wir das kurz gesehen haben für den Wettbewerb, die uns beschäftigen, oder ob das wirklich die Industrieroboter on steroids, also die kollaborativen Roboter sind, die uns helfen bei der Durchführung von bestimmten Produktionsschritten. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Gebiet, wo es ganz spannende Entwicklungen gibt, wo wir noch viel machen können, indem wir die Umgebung besser wahrnehmen, verstehen können und dann eben auch entsprechend schnell reagieren mit dem, was der Roboter macht. Und vor allem muss man vermutlich dann auch, wenn es gerade um kollaborative Robotik geht, quasi auch ganz feinmotorische Prozesse zwischen Menschen und Maschine aufeinander abstimmen. Also wird da auch interdisziplinär dann geforscht, weil ich stelle mir vor, dass man da sowohl auf der Seite von der Technik als auch auf der Seite von Menschen dann irgendwie gucken muss, wie man am besten im wahrsten Sinne des Wortes in den Workflow reinkommt. Also genau, also der Interaktionsteil, da gibt es einen großen Anteil an Interdisziplinarität, genau. Und auch ein wichtiger Aspekt der Design der Maschinen. Mhm. Was jetzt das gemeinsame Arbeiten angeht, da wäre unsere Konzentration auf dem Verarbeiten der Daten. Einmal im Nahbereich, dass wir die Kräfte aufnehmen, dass wir die Momente aufnehmen, dass wir vielleicht im Nahbereich von Roboterarmen feststellen, was da passiert. Aber auch, dass wir die Umgebung verstehen, dass wir also wissen, wo die Menschen sind, wie sie momentan gerade, also welche Haltung sie haben, dass wir den Prozess verstehen, dass wir wissen, was jetzt als nächstes gemacht wird und entsprechend den Roboter bewegen können, ohne dass er im Weg ist, sondern eben, dass er genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, vielleicht das richtige Werkzeug hinhält. Ich glaube, das wäre ein echtes Plus, was wir liefern können. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, vor allem gerade auch, wenn es um das Thema vorausschauendes Handeln geht, wenn du noch den Mensch in the loop hast sozusagen und ja, in dem müssen ja bestimmt auch feinmotorische Abläufe konzertiert werden. Und jetzt kommt hier noch eine Frage aus dem Chat. Du hast den Wunsch deines Professors erwähnt, einen menschlichen Roboter zu bauen. Und was waren dann da die Gründe, dass der Fortschritt scheinbar doch noch langsamer war als von ihm erhofft? Ich muss dazu sagen, er hat kein Datum angegeben. Also ich weiß nicht, ob der Fortschritt wirklich langsamer war. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Es ist immer gut, keine Daten anzugeben, muss ich sagen. Genau. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei Saint-Exupéry. Er wollte uns beibringen, das Meer zu lieben und dass wir da begeistert an etwas forschen und nicht, dass wir ein Verfallsdatum haben und 2030, dass wir da das umgesetzt haben müssen. Aber es ist natürlich auch eine sehr schwierige Aufgabe, die er sich da ausgesucht hat. Also wir haben hier heute einen Roboterhund, das kann man relativ gut heute kaufen und verwenden. Mit Humanoiden wird es noch ein bisschen schwieriger. Ja, die werden in absehbarer Zeit kommen, aber das war das, was er sich damals ja vorgestellt hat. Das andere ist die enorme Wahrnehmung. Da war damals sicherlich Bildverarbeitung darauf beschränkt, Kanten und Linien zu finden. Heute haben wir mit dem Bereich Objekterkennung, also aus dem Deep Learning raus, natürlich keine Probleme mehr, Blumen zu erkennen, die wir dann pflücken wollen. Ja, wir hätten auch die Möglichkeiten, es ist wahrscheinlich heute ganz banal die Frage, rechnet sich die Umsetzung des Traums meines Professors? Okay, Stichwort zu pflückende Blumen. Kommt die Frage aus dem Chat, ob du hast vorher erwähnt, eben es wäre auch möglich, den Hund als Wachhund zu konzipieren. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen auch, quasi Roboter in so einem Kontext einzusetzen? Als Sicherheitsroboter. Gut, das ist immer was angeschaut wird, ob Roboter für Überwachungsaufgaben eingesetzt werden können. Das kann sein, dass das eine Überwachung mit höherer Frequenz ist, also so einmal im Jahr, ob es Veränderungen gab. Kann natürlich auch die Arealüberwachung sein. Das ist effektiv was, wo schon die eine oder andere Firma nachgefragt hat, ob man dort Roboter einsetzen kann. Das ist ein spannendes Feld. Mhm. Ja, man kann jemanden hinschicken, man kann einen Roboter hinschicken,
ist niemand exponiert, wird niemand einer Gefahr ausgesetzt und man weiß, worauf man sich einlässt. Das ist durchaus möglich. Die große Herausforderung ist, auch wenn wir Laufroboter nehmen, die an und für sich gut für unsere Umwelt optimiert sind, haben wir meistens noch irgendwo Türen. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung. Da müssen wir nach neuen Lösungen suchen, müssen wir dem Roboter vielleicht nicht nur ein Badge geben, sondern auch sonst irgendwie die Möglichkeit, die Türen zu öffnen. Ja, geht schlussendlich dann auch darum, barrierefreie Gebäude zu entwickeln für die Maschinen dann schlussendlich. Also das ist, wenn man auf der grünen Wiese baut, ist das sicherlich eine schöne Variante, dass man gleich dran denkt und sagt, ja, nicht nur für die Roboter, sondern insgesamt, dass man es barrierefrei macht, dass man da Möglichkeiten hat. Ist natürlich bei den bestehenden Anlagen nicht immer möglich. Und da müssen wir dann mit anderen Lösungen kommen. Vielleicht mit einem Roboterhund, der auch einen Arm drauf hat und dann die Türen öffnen kann. Ja, Stichwort bebeinte, barrierefreie, beinlose Roboter. Hier kommt die Frage nach Drohnen. Also ob auch welche Aufgaben bereits heute von Roboterdrohnen eingesetzt, also zum Beispiel möglicherweise in der Logistik eingesetzt werden und wo man sie auch in Zukunft noch, wo sich noch Anwendungsfälle für die Zukunft ergeben könnten. Ich habe bis jetzt immer mich um Drohnen herum gearbeitet. Wir haben da andere Spezialisten, da habe ich also die Projekte selbst nie gemacht. Es gibt ein, zwei Leuchttürme, die auch hier in der Schweiz beispielsweise aufgesetzt worden sind, wo man Medikamente transportiert hat, über den Zürichsee beispielsweise. Ich glaube, da ist man schon sehr nah an dem Bereich, wo man Pilotversuche machen kann, aber da gibt es sicherlich auch noch viele weitere Entwicklungen, wie wir die Drohnen schneller machen, reaktiver machen, da wird ja sehr viel gemacht. Gibt es ganz tolle Videos, ich gucke mir das immer mit großer Begeisterung an, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Okay, dann wollen wir dich auch nicht weiter darauf festnageln. dann gehen wir nochmal auf den Roboterhund, hier kommt nochmal eine Frage, wie es bei dem Hund hier jetzt aussieht, ob grob die verbundene bereitgestellte Softwareplattform, wie hier die Softwareplattform aussieht, Entschuldigung, jetzt muss ich die Frage nochmal in Ruhe lesen. Wie sieht beim vorliegenden Roboterhund grob die damit verbundene bereitgestellte Softwareplattform aus? Vergleiche laufen, sehen Sensorik, Aktoren, Datenverarbeitung? Ja, wir haben einen Roboter dahingelegt, das ist eigentlich fast klar, dass wir auch was zu sagen müssen. Haben wir bis jetzt nicht gemacht. Vielen Dank für die Frage. Wir haben hier beim Roboter vier Aktoren hier, also Motoren, die die Beine bewegen. Wir haben hier unten in den Beinen haben wir Kraftsensoren, die merken, ob sie aufsitzen, ob sie Kontakt zum Boden haben, den Kontakt messen können und uns dann Rückmeldungen geben. Wir haben hier vorne zwei Kameras, die uns Bilddaten geben. Neben den Bilddaten auch Tiefeninformationen, also als Stereokamera funktionieren und uns dann Informationen geben, wie es vor dem Roboter aussieht. Es ist ein mobiles System. Wenn man nur vorne Sensoren hat, ist es immer so ein bisschen wie durchs Schlüsselloch zu schauen. Das ist dann sehr beschränkter Blickwinkel, recht schwierig, selbst wenn wir den Roboter steuern. Aber auch wenn der Roboter selbst fahren soll, deshalb gibt es dasselbe auch nochmal hier auf der Seite mit zwei Stereokameras und unten oben drüber mit den Ultraschallsensoren die Abstände messen, falls es Hindernisse gibt, die wir nicht sehen in der Kamera, vielleicht irgendwas aus Glas oder hier auf der Seite, die man von der Kamera nicht sieht, haben wir genau das Gleiche. Wir haben also eine Rundum-Information für den Roboter und diese Daten werden ausgewertet von Onboard-Rechnern, werden destilliert, dass wir Tiefeninformationen haben und damit der Roboter seinen Weg planen kann in der unmittelbaren Umgebung, dass er weiß, was vor ihm passiert, was er machen kann. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage aus dem Chat. Jetzt kommt auch wieder eine Frage in die nahe Zukunft projiziert. Welche Berufe könnten sich durch Roboter am schnellsten verändern? Wo siehst du jetzt die Einsatzfelder? Wie du die größten Veränderungen aktuell siehst? Also der Beruf, wo wir die durch die Robotik induzierte Veränderung am stärksten merken, das ist sicherlich hier bei uns in der Lehre, im Bereich Forschung in der Robotik und aber auch dann eben in den entsprechenden Ingenieursdisziplinen. Welche Berufe direkt mit den Robotern zu tun haben, da wird
würde ich vermuten, im Logistikbereich werden wir große Änderungen haben, wo wir durch mobile, autonome Systeme eben dann die Pakete transportieren können und vielleicht auch zu uns nach Hause bringen können. Ja. Ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusswort. Und deswegen erstmal hier an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Björn, für deine Ausführungen und für den interessanten Vortrag. Ganz herzlichen Dank euch für eure Aufmerksamkeit und die spannenden Fragen. Ich möchte euch noch gern daran erinnern, dass am 16.03. der Nachholtermin für den Vortrag von Aljosa Smolic ist. Er ist von unserem Immersive Realities Research Lab und er wird uns zeigen, wie wir uns in Zukunft über volumetrische Hologramme im dreidimensionalen Raum bewegen können. Falls euch die Reihe interessiert, ihr findet alle weiteren Informationen auf hslu.ch/fid. In diesem Sinne, bleibt neugierig und auf Wiederluege, bis zum nächsten Mal.